Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Kanal. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir spielen heute Mensch, ärger dich nicht gegen die Jungs. Was habe ich gedrückt? Ich habe irgendwas gedrückt. Zwei. Ich hab drei gedrückt. Schaut, dass ihr bis zum Schluss lasst einander checkt, die Jungs. Und viel Spaß beim Video. So, Boys, wir spielen Mensch, ärger dich nicht. Die okay, Zahl. Oder man sein Tür. Roll the dice. Ich roll the dice, Jungs. Okay, Bats. Roll the dice. Oh. Packt. Was muss ich machen? Eine 6 würfeln, wenn du rauskommst. Das ist dieses Mensch, ärger dich nicht Prinzip. Ja, stimmt. Ich hab eine 5, ich komme auch nicht raus. Verkackt. Welche Farbe bin ich denn? Boah, wenn ihr auf den Fernbeamer drückt, seid ihr unsichtbar. First Try 6. Verkackt. Wurde ich jetzt übersprungen? Nee, du bist jetzt dran. Nee, jetzt bist du. Ah. Auf dem Feld seht ihr auch eure Bilder, so seht ihr, wo ihr seid. 1 oder 6, 1 oder 6, oh. Warum eine 1? Das ist Ludo und ich mit Jagger die nicht. Das ist. Du kannst doch mit einer 1 raus. Echt? Na klar. Warum 6, Jungs? Lol, ich kenne nur das mit Jagger dich nicht Prinzip, aber wirklich. Roll Dice. Ist anscheinend Profi. Roll Dice. 3. Was muss ich jetzt machen? Oh, du läufst jetzt 3 Schritte. Move. Boah, was? Boah, wie clean. Cool. Okay, ich bin dran. 6 oder 1, 6 oder 1. 2. Okay. Aber die Reihenfolge ist voll crazy, die verwirrt mich voll, oder? Odoman, komisch, ja. Ich, André, du. Ja, irgendwie so zickzack immer. Gute Frage. Ja, so gegenüber immer. Die ganze Zeit gegenüber. Ey, bei mir war eine 4, auf einmal wurde eine 5 daraus. Ja, einfach auf den Tisch spuckt, Digga. Roll the dice. Ja, er kriegt schon wieder eine 6. Roll the dice. Und schon wieder eine 6. Und eine 5. Digga, oder man dürfen überhaupt mitspielen? Sei mal ehrlich. Kann ich auch zum anderen? Next piece, hier, move. Next piece, mit dem gehe ich raus und mit dem move ich. Boah, ich bin so gut. Was macht das Schild? Ich bin auf Schutzfeld, weiß ich nicht. Man kann mich nicht wegschmeißen. Dass man nicht rausschmeißen kann. Ja. Digga, einfach so mächtige Schutz. Ich bin raus! Ja, ich kann nur kommt aus dem Gefängnis frei. Dieses Schild, hm? Da kann man, so wie gesagt, da kann man Leute nicht rauskicken. Und am Eingang kann man Leute nicht rauskicken. Okay, ich bin raus. Let's go. Also dieses Sternfeld und die Schilder sind sozusagen Safe Zones für uns, oder wie? Schade, bei mir war roter Punkt, auf einmal wechselt er. Ich habe Knopf gedrückt, auf einmal, ich war Ego-Perspektive, also ich war nicht dran und ich habe dann den Knopf gedrückt. Ja, dann bist du unsichtbar. Also sprich, wenn ihr die Fernbedienung habt und den Knopf drückt, dann seht ihr so egomäßig. Hm. Hä, wie, Junge, mittlerweile, Digga, das ist so crazy Fortnite. Fortnite ist extrem wild geworden. Die Frage ist, ja, ich muss mit dem. Oha. Oder man geht langsam in gefährliches Terrain. Du armer Junge, ja, du movest mit dem, weil du schon zwei draußen bist. Ist so. Move. Like Jagger. Digga. Ich hoffe, man sind ja die einzigen, die draußen sind, kann das sein? Kommen und wir. Jetzt oh, kommt jetzt André, Digga. Sobald man muckt, kommt André und haut ihn aufs Maul. Ja, nice. Oh. Okay. Das ist Maxo. Let's go. Oh, ich hatte aber wieder eine 6, ihr habt's gesehen. Ich glaube, wenn du 3x6 hast, kommst du Gefängnis. Hä, bei mir ist bei André nur eine Kugel draußen. Ja, weil er doch 6 hat und dann nochmal 6, weißt du? Der kann ja schlecht. Ah, er kann mich jetzt nicht kicken, wenn ich am Eingang bin, gell, bei mir? Nee. Wer ist denn, wenn du ein weiter bist? Stark, Digga. Kann auch draußen. Alle sind raus. Oh, hä, da war eine 6 wieder und dann 3 geworden. Keine gesehen, wirklich. Guck mal, Odoman, ne? Wie geht's, was geht's? Real Talk, ich komm zu dir in deine Stadt, wenn du mich wegkaufst. Wie geht's, was geht's? Oh, mal wieder 6. Digga, der hat durchgespielt. Wie geht's, was 6? Oh, du kannst ihn raushauen, glaube ich. Nee, er hat nur 4, der möchte 4. Ah, okay. Stimmt. Odoman, yeah. Move. Scheiße, stimmt. Okay. Seise. Hä, das war... Oh. Oha. Ja, was? Oh, Digga, ich bin weg von ihm, Digga. Ich bin weg von ihm, Digga. Digga, das glaubst auch nur du, weil jetzt komm ich nämlich mit einer 5. Du läufst rückwärts, oder was? Hä, Kalle, was laberst du denn jetzt? Ich dachte, ich könnte den zweiten raus und dass du an mir auch noch vorbeikommst, mäßig, weißt du? Wisst ihr, was mich die ganze Zeit verwirrt hat? Was denn? Ich dachte, jeder hat 4 Spielfiguren und ich dachte, wir haben das ganze Spiel buggt, aber wir haben auf 2 eingestellt, oder? Ja, genau. Wir haben auf 2 eingestellt. Okay. Ja, beziehungsweise, glaube ich, André. Der André wollte auf 3 einstellen. André hat irgendwas gedrückt, woher ich wusste. Wer ist Orange? Orange ist André. Oh. Musst du mit einer 6 nicht raus? Eigentlich schon. Digga. Kann man, glaube ich, selbst entscheiden. Wild. Dann würde ich erstmal einen durchziehen, ja. Safe. Also im Game. use arrows to navigate, click, move, whatever. Hey, next piece. Ah, man kann entscheiden. So, du Mann, ich bin an deinem Pupillchen, Mummelchen. 1, 1, 1, 1, 1. 6. Er hat halt 6 durchgespielt, der Junge. Next piece. Ja, du hast next piece gedrückt, ne?
Nein. Nee, bei 6 dürfen wir direkt nochmal. Ich hab wieder 11. Ciao, Mirka, mach's gut erstmal. Er geht nur mit dem einen, Digga. Wir werden den niemals einholen können. Ja, ist halt ein guter Move, Bro. Weil der eine, der andere ist auch draußen, aber der kann nicht gekickt werden. Ja, safe. Das ist halt so ein Safe Zone. Oh, 6. Roll the dice. Und? Ein Emi ist verwirrt, ich sehe gar nichts. 2. Irgendwie ist es immer als allererstes, wird alles gewürfelt und dann entscheidet man, was man macht irgendwie. Ja. Yeah. Sieht man nichts. So. Obwohl, aber wer ist grün? Digga, kurzes Motiv einfach drauf. Digga, du bist grün. Du hast Enten. Ich weiß. Ente. Aber wollen wir ganz kurz festhalten, dass ich einfach die mächtigste Farbe von allen bekommen habe? Ich bin rot. Boah, geht's. Jetzt ist es geklärt. Ich bin bei rot. Bei den Farben geht's, finde ich. Ja, safe. Ich bin sogar die schlechteste Farbe von denen. Okay, sorry, so beleidige mich doch nicht alle. Dann kommen wir jetzt, next. Warte mal, hat Odo mal gerade gemuckt, ne? Mhm. Ich hätte einen rausgeholt. Haben wir jetzt das weg, okay. Odo Mann. Das bin ich nicht, du Offe. Nee, er steht auf mir drauf. Chill mal, ich bin hinter dir. Mein Sohn, Mann. Du bist auseinandergenommen. Oh. Ich bin auf Schutzfeld. Schlafen. Ich bin auf Schutzfeld, du Affe. Willst du jetzt die ganze Runde auf Schutzfeld bleiben? Schutz. Digga! Ja, ich bin beiden auf Schutz, das heißt, er muss mit einem moven. Stimmt, mit einem muss er moven. Das ist es. Oh, er wird Odoman Alter 4 drücken. Schutzfeld durchgespielt, einfach Alter 4. 2. Hab ich auch auf deinem Startfeld Schutz, André? Nee. Okay, dann geh ich dir mal weg. Hätte ich dich raushauen können, glaube ich. Okay, nice to know. Ja, boah, du hättest ihn echt raushauen können. Zum Glück bin ich gemoved. Aber wenn ich jetzt ein 2 ziehe, kann ich ihn trotzdem. Schade. Digga, erstmal durchziehen. Gar kein Bock. André kommt raus. Wo ist sein 2? Ach, da hinten ist er schon. Digga, Mölkern, yeah. Die haben schon 2 Figuren übelst weit. Nee, Dings ist weiter. Deswegen kriege ich jetzt mal weiter. Raus. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, 2. 2, Baby. 2, 2. Ja! Oh, yeah. Ja, Mirkan, Digga. Ich würde lieber deinen anderen rausholen, wenn ich tue, Digga. Sag ich dir early. Olin, raus, Mirkan. Okay. Raus, Mirkan, Digga. Wir safen den, dann machen wir Next Piece, dann gehe ich mit dem raus. Next Chicken Leg Piece. Digga, was ist das da für eine Kombination, von jedem Charakter ein Schwelt? Schwelt. Ich habe wieder eine 6. Du kannst niemanden kicken, André ist sein Schutzfeld. Ich kann niemanden kicken, Digga. Ja, oder man dachte kurz. Ist so, er hat kurz Digga. Hoffnung. Wir gehen erstmal 2, 1, 2, dann gehen wir nochmal Move, Digga. Wir gehen nochmal bam, bam, bam. Jungs, allein, dass er jedes Mal 6 würfelt, bitte nimmt den raus. Wir sind 3 Leute. Ich versuch's. Komm. 5. Es ist 6. Ja! Egal, roll dice again. 5. Ja! Ach, das ist so bodenlos. Okay, Digga. Dann gehe ich erstmal die 6 mit dem hier. So, auf ganz Chili-Milli. Und jetzt, next piece, move. See you later, Alligator. Hä? Du Affe. Warum ist der 6 gegangen? Du Affe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hä? Hä? Komischer Typ. Wegen der Ecke zählt das nicht als Feld. Die Ecke ist kein Feld. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, ich brauchte eine 4. Ah. Wenn Odoman jetzt da 1 würfelt, ist so richtig Karma gewesen. Ja, ich schwör. Odoman, hey, wie geht's dir, mein Bro? 5, okay. Digga. Er ist noch nicht drin, 1, 2, er ist noch 3, nicht drin. 4, Kalle, 5, du hast noch eine Chance. Doch, klar bin ich drin. Er hat noch 3, 4, 5. Nee, du bist noch nicht drin. Shit. Komm, bitte eine 4. Ich krieg das, was ich will! Ich liebe dieses Spiel! Nein! Es ist so dumm. 1, 2, 3, 4, 7, nein! Ich dachte aber nochmal, weil ich ihn gekickt hab. Warte mal, Odoman spielt schon seit 9 Minuten und ist immer noch mit. Hä? Bist du nur eingegangen? Hä? Hä? Ist das dumm? Aber der hat schon. Roll the dice? Ja, ich hab schon keinen Bock mehr auf das Game. Ich find's übelst geil. Das macht mich aggressiv, Digga. Das macht mich so aggressiv jetzt schon, Digga. Oha. Aber André ist echt gut weit noch. Okay. Na, aber es kann jeden treffen. Jetzt muss man überlegen, die Ecken zählen nicht als Feld. Sprich, du könnt... Warum gebe ich dir Tipps? Wir haben auf jeden Fall keine Freunde, Digga. Oh mein Gott, wir können nicht
Aber nicht so wie du gehopst wurde. Ja, du bist richtig hart. Ich schwöre, ja. Oder ich so, so direkt vom Ziel, Digga. Und Kalle kann mich jetzt auch hopsen mit Zwei. Mit Zwei. Okay, Blue. Okay, jetzt kurz überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 könnte Odemann kicken. Oh mein. 6 oh könnte Odemann kicken. Und 3 kickt Mirkan. Ich geh kaputt. Da kann uns beide ficken, Bro. Oh mein Gott. Hä? Ja, Gänsehaut, Digga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, stimmt. Aber mit. Jetzt unter 8 würfeln müssen. Ja. Ich darf nochmal würfeln, weil ich jemanden gekickt habe. Jetzt werde ich gekickt. Nee. Nee. Okay, dann gehen wir mit dem hier, weil ich möchte nicht vor Odemann sein, weil ich habe Angst vor seiner Rache. Meine Rache kommt jetzt. Du brauchst nicht warten. Oha, da kommt die 6. Und jetzt die 3, Digga. Andres, oh mein Gott, ich hab's predicted, Digga. Ist es so? Nee. Kick ihn, Bro. Boom. Und er darf nochmal würfeln, weil er mit gekickt hat. Krank. Digga, das war die Rache der Sith, Digga. Ist so. Das kam das aber auf meiner Seite. Ihr dürft sowas nicht mit mir machen. Okay. Wer ist dran? Mirken. 6. Oh. Also wirklich? Hä? Bro. Digga. Doch. Bro. 6. Alter, ich kann. Die 1 ist cringe, leider. Ich glaube, die hatten nur 2. Ich kann mit der 1 heraus. Mhm. Ja, aber du kannst auch mit der 6 raus. Ah. Stimmt. So kommt der weiter. So ist gut. Ja. So. Oh mein Gott, bist du dumm. Er hat sich dabei gehauen. Ich hab's gehört. Ja. Das hat dir wehgetan, Digga. Real Talk. Man hat einfach dieses Klatschen gehört. Ich wollte 6 gehen und dann auf Next Piece, aber er war in der nächsten Runde schon bei dem anderen. Und dann bin ich auf den anderen nochmal geswitcht und dann bin ich mit dem eingegangen. Es tut mir so leid, Mirkan. Ich hab eine 6. Und eine 3. Oh mein Gott, oh Mann, es tut mir auch leid. Hä, du hast eine 6, es tut dir leid. Ja. Oder das ist ein Safe-Feld, das weiß er. Ach, was? Für dich auch? Ja, okay. Das ist für jede Person, ja? Okay. Das ist suboptimal. Das war's. ich verlasse die Lobby. Bro, er denkt sich, ja, wir spielen jetzt Mensch, ärgere dich nicht. Weißt du, wie lange eine Runde Mensch, ärgere dich nicht geht, Bro? Bis jetzt ja machen, 13 Minuten. Ja. Bis Ende ist. Meine Eier bis Ende ist. Egal, ich spiel kurz zu Ende. Ich würfel jetzt nur noch 6, 4 Mal. Mach. Okay. Einfach nur 17. Leider nur 17 Felder nach vorne. Ich heule. Oh, cool. Aber nimm beide mit, oder? Wäre schlau. Oder er nimmt halt einen und sprintet mit dem komplett durch. Hat halt den schon mal einen Safe, weißt du? Ja, nee, ich mach's so, dass ich halt nicht rausgekickt werden kann. True. Ich kann jetzt keiner erreichen. Außer Odemann. Na, Odemann doch. Er kommt aber nicht raus. Ich bin nicht dran, du bin nachgedacht. Scheiße. Scheiße. Ist in Ordnung. Oben muss jetzt in 6 würfeln, oder? Na, 1, das kommt ja nicht raus. Roll the Scheiß. Na, guck jetzt. Das Digga. Game ist so extra dafür gemacht. Das ist dafür gemacht. Ist jetzt kriegt ihr eine 5. Ah, okay. Tatsächlich nicht. Das Game. Geht doch nicht. Aber jetzt werde ich wieder gegessen wetten. Roll the Dice. Eine 6, okay, nehme ich mit. Und nochmal. Kommt noch eine 6. Eine 4. Digga, Real Talk, ich weiß ja mal, wer immer welche Farbe ist, ne? Naja, es ist. Ich weiß, ich bin rot und du bist grün. Wer kann Statement? It is what it is. Ist so. Ich liebe solche Spiele. It is what it is. Oha, eine 6? Mhm. Ey, hört man den Rasen mehr draußen? Nee. Nein. Ich rede? Nicht? Okay. Ja, doch, doch, jetzt doch. Plötzlich, Digga. Orange. Digga. Andres. Orange. Andres auf Hand. Orange. Nee, bin ich nicht. Du bist close on my ass. Oh, Digga. Ich nicht so geil. Digga, 6, 6, 3. Okay, 15.
Guck mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal. Oh mein Gott. Wenn du im Glashaus sitzt. Oh mein Gott. Nein. Nein. Ich kann nochmal würfeln, Bruder. Ich hab grad insgesamt. Ich bin 21 Felder gegangen. Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Ich kann kein Feld auswählen. Ich kann nichts auswählen. Kannst du den nächsten auch noch raushauen von ihm? Nee, ich kann nichts auswählen. Ich glaube, ich hab das Spiel kaputt gemacht, Jungs. Das war's. Nice, Jungs. Hier. Das kann ich nicht tun. Leute. Ja, gut. Schreibt. Der, der am weitesten gekommen ist, kriegt Goldwaffen. Wir oder haben wie? 17 Minuten, das ist alles gut, Bro. Leute, schreibt in die Kommentare, wer gewonnen hat. Dann würde ich sagen, das war mit dem Video. Lasst mal ein Abo, checkt die Jungs ab. Und bis zum nächsten Mal, euer Kalle. Ciao.